Hallo YouTube und willkommen zurück zu Rollercoaster Tycoon World. Wir spielen das dritte Szenario und sind schon bei den Nebenzielen. Wir haben hier einen eigenen Park gerade angefangen, wo eine riesige Schlucht war, haben das Terrain angeglichen. Und jetzt sollen wir 150 Leute in den Park locken und noch ein paar Attraktionen bauen. Ein Abenteuerfahrgeschäft haben wir schon, das ist hier die Schifferschaukel. Und ein für Kinder eine Western-Fahrgeschäft. Da brauchen wir zwei. Jetzt wollten wir noch eine Attraktion bauen. Da müssen wir aber erst welche freischalten. Und die bekommt man mit Tycoon Credits, die man erhält, wenn man die Nebenmission abschließt. Jetzt haben wir nur noch bei den Familienattraktionen wilde Flügel. Das hat als Symbol so einen Kaktus und das ist dann diese Western. Geschichte und ja, dann schalten wir uns die wilde Flügel mal frei und dann können wir diesen bauen. Hier können wir auch hier hinten hinbauen. Kommen ein bisschen weiter weg. Machen auch auf 2 Euro und gehen auf Öffnen. Und dann kommt ein Beeinflusser. Der will Kindersouvenirs kaufen. Wenn welche da sind, müssen wir also für sorgen, wenn wir wollen, dass er ein bisschen Werbung für uns macht. Jo, jetzt müssen wir noch schnell einen Weg bauen. Einmal für den Ausgang hier. Und eine Warteschlange brauchen wir auch noch. So. Und schon haben wir noch eine Western-Attraktion. Und dadurch haben wir die nächste Tycoon-Herausforderung erfüllt. Jetzt fehlt nur noch einmal mit einem Science-Fiction-Motiv. Science-Fiction. Haben wir überhaupt irgendwas mit Science Fiction hier? Ich weiß nicht, ob dieser Globus-Symbol, ob das Science Fiction sein soll. Wir können mal den Schleuderspaß kaufen. Können wir hier ganz in die Ecke verfrachten. Machen auch auf 2 Euro und öffnen. Dann wieder einen Weg bauen. Machen wir erstmal den Ausgang, einen Asphalt. Wo können wir ein bisschen schräge bauen und von da dann hier rüber. Können wir mal so bauen. Hier ist noch eine Warteschlange. Machen wir so. Ja, das passt.
Oh, sogar mit einer Regenrinne hier. So, ist dieser Globus jetzt Science Fiction hier oder nicht? Mal einmal gucken, die Ziele. Nein, eine Attraktion mit Science Fiction ist das nicht. Oh, der ist verärgert hier. Der will ein Souvenir kaufen. Er will auch was zu essen haben. Ja, brauchen wir eigentlich alles gar nicht bauen. Wir brauchen nur noch ein Fahrgeschäft. Science Fiction. Wo haben wir denn Science Fiction hier? Riesenrad ist er auch nicht. Dann, ja, ganz blöd. Dann kaufen wir doch mal einen Souvenirladen. Machen wir hier für Ballons. Dann so einen Burgerladen können wir ja auch nochmal hinbauen. Dann brauchen wir ein paar Sitzbänke. Wir wissen ja da, wo was zu essen gibt. Wollen die Leute sitzen? Dann müssen wir noch öffnen, nicht vergessen. Und Mülleimer. Dürfen wir auch nicht vergessen. So, der ist auch wütend hier. Was hat der für ein Problem? Ich habe Hunger, ja. Da haben wir jetzt Abhilfe geschaffen. Brauchst du noch ein bisschen geradeaus gehen und dann hast du es geschafft. So, der hat Hunger. Der hier. So, der auch. Der ist gerade an einem Burgerladen vorbeigegangen. So, Hunger war bei 100. Und jetzt wird sein Hunger gestillt. Alle Riesenhunger. Jawohl, jetzt können die auch essen gehen. Jetzt verdienen wir mal ein bisschen Geld hier. Aber jetzt muss ich mal wissen, wir sollen noch eine Attraktion bauen. Mit dem Motiv Science Fiction. Bei den Kinderattraktionen haben wir diese drei. Die Heuwagenfahrt haben wir. Die Spaßrutsche und das Karussell. Das ist dieser Globus. Und das ist kein Science Fiction. Bei den Familienattraktionen. Können wir noch das Riesenrad kaufen. Das ist aber auch nur dieser Globus. Und der Beeinflusser konnte ein Souvenir kaufen. Dadurch bekommen wir jetzt ein bisschen... Ja, da ist er ja, da ist er.
Da ist er doch. Da hat er sein Souvenir hier. Ja, wunderbar. Und der nächste mit einem Souvenir. So, es geht aber nochmal um Science Fiction. Hier ist keine Attraktion mit Science Fiction. Wir können doch nicht mal eine kaufen. Also wie sollen wir jetzt eine Attraktion mit Science Fiction Motiv? Jetzt kaufen, wenn es keine gibt. Oder müssen wir Science-Fiction-Dekos dahin bauen, damit das zu Science-Fiction wird? Das können wir ja nochmal ausprobieren. Blumen und Pflanzen. So, Science-Fiction. Dann nehmen wir mal den Weltraumdiamanten. So, dann befördern wir das mal zu Science Fiction hier. Wenn das so geht, keine Ahnung. Schleuderspaß. Ja, jetzt ist hier Science Fiction. Ja, genau, so geht das. Ja, so einfach geht das. Man kann wohl die Attraktionen vom Motiv her verändern, wenn man genug Dekos hier in der Gegend hinstellt. Ja, wunderbar. Jetzt brauchen wir nur noch 150 Leute im Park. Und die haben wir gleich. Ja, ist jetzt nicht sonderlich schön gebaut, weil wir hier diesen komischen Absatz jetzt hier hatten und da den Weg nicht bauen konnten. Aber wir haben es geschafft. Ich liebe es, wie du den Raum gefüllt hast. All diese wundervollen Attraktionen. Es freut mich, dich so erfolgreich zu sehen. Ja, es freut uns natürlich auch. Denn wir haben das dritte Szenario hiermit beendet. Und wieder mit allen drei Nebenmissionen haben wir wieder schön Zusatzcredits erspielt, die wir dann im vierten Szenario vielleicht schon einsetzen können. Und würde mich freuen, wenn ihr auch da wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.